nicht so schnell. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Die Beine wollen nicht mehr. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ist ja wohl geprahlt. Wird nicht gemein. Warum müssen wir ihn überhaupt mitschleppen? Weil er uns sonst verpetzt. Außerdem war er schon überall und hat alles gesehen. Er kann uns helfen, den Weg durch das geheimnisvolle Jenseits zu finden. Das hoffen ich sehr. Da vorne ist es. Da sind auch die Spuren der Stachelschwänze. Ducky ist ihnen aus dem Tal gefolgt. Dann folgen wir auch diesen Spuren. Sie können nicht sehr weit voraus sein. Sie kommen nicht so schnell voran, müsst ihr wissen. Ja, genau wie wir. Mir kommt die Idee. Mich fliege rauf und sehe, ob ich Ducky finden tue. Das wollte ich dir auch gerade vorschlagen, Petri. Noch, ich sehe ihn gar nichts. Dann flieg höher! Wir sehen immer noch nichts. Es wird immer kalter hier oben. Was ist denn mit Petri los? Der fliegt aber merkwürdig. Grundgütiger, er hat gefrorenes Wasser auf seinen Flügeln. Flügel schwer, kann nicht bewegen, sieh. Petri! Ich kann gar nicht hinsehen. Mann, das war aber knapp. Mich gehen gut. Was ist denn das für ein Geräusch? Was seht ihr mich so an? Oh. Alles in Ordnung, Kinder? Ja, bei mir auch. Auch bei mich. Heiliger Stachelschwanz. Was denn? Der Pass ins Tal. Er ist versperrt. Heißt das, wir sitzen in der Falle? Ja, genau wie Spike und Ducky. Sagen, ist schon gut, Spike. Ich verzeihe dir. Dann kommt er mit mir zurück. Und was ist, wenn er mir nicht verzeiht? Oh nein, nein, nein. Wenigstens kann man die Stachelschwanzspuren gut erkennen. Wow! Aber das sind keine Stachelschwanzfußspuren. Hoffentlich ist der diese Spuren gemacht hat, inzwischen ganz weit weg. Jap, jap, jap. Ist ganz schön einsam hier. Spike! 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 Hey, das ist lustig, ein Zurücksprecher. Spike! 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 Hä? Sogar meine Schritte haben einen Zurücksprecher. Seht euch doch nur mal diese Felsen an. Wisst ihr eigentlich, wie lange sie schon da stehen? Es ist fast so, als ob sie auf uns warten. Ich weiß sehr gut, wie die sich fühlen. Die Natur ist einfach wunderschön. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Noch nie? Was sage ich da? Ich meine, ich...
Ich... Meister Plattnase, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ist das Ihre erste Reise ins geheimnisvolle Jenseits? Na ja, also, ich... Ducky! Grundgütiger. Du sollst deine Gefühle zeigen. Du hast ja recht. Und mein Gefühl war Wut. Es tut mir so leid. Ich will auch nicht auf dich wütend sein, Zera. Ich mag es nicht, wütend zu sein. Nein, nein, nein. Und, hast du Spike schon gefunden? Na ja, zum Glück ist Meister Plattnase da, um uns den Weg zu zeigen. Tja, also, ich fürchte, dass, na ja, es ist so... Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich euch etwas gestehe. Wisst ihr, wie soll ich es euch sagen? Meine Erfahrungen, das Gebiet außerhalb des großen Tals betreffend, sind etwas geringer, als ihr glaubt, Kinder. Heißt das, Sie nicht gewesen im geheimnisvollen Jenseits so viel, wie alle denken? Du triffst den Nagel auf den Kopf. Wie oft sind Sie denn dort gewesen, Meister? Diese Reise eingeschlossen? Einmal.